Hallo und willkommen zurück hier auf Isla Matanceros in unserem Dino-Park mit unseren ersten beiden Dinos. Und da kommt auch gleich der nächste Auftrag. Deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie. Jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Ja, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wir können es uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Okay, also der will jetzt, dass wir die Dinosaurierbewertung auf einen Stern erhöhen. Und da kriegen wir 150.000 für. Und hier seht ihr, Sicherheit geht hoch und Unterhaltung und Wissenschaft geht dann runter. Aber wir akzeptieren das natürlich. Gucken gleich mal, hier kann man auf unter Aufträge und dann kann man alle 3 Minuten, glaube ich, einen neuen anfordern. Dann nehmen wir gleich noch die Unterhaltung. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Er will, dass wir ein Hotel bauen. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Das doch mal. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Das tun wir selbstverständlich. Je mehr Gebäude wir haben, desto eher können wir unsere Einnahmen steigern. So, die Forschung ist auch abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier bei den Triceratops über 50% kommen. Und schicken dann gleichzeitig unser Team nochmal los. Was haben wir denn hier noch? Den haben wir schon. Edmonto. Nehmen wir mal den Edmonto. Wichtig ist natürlich, dass man nicht Fleischfresser und Pflanzenfresser in ein und dieselbe Anlage parkt. Kann man natürlich machen, aber ja, muss dann mit den Konsequenzen leben. Hier gibt es noch Beobachtungsgalerien, damit die Besucher natürlich auch... Jetzt wird wahrscheinlich jetzt mal wieder geredet. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen natürlich, wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Hier, Beobachtungsgalerien. Ganz wichtig, damit die Besucher unsere Dinos auch sehen können. Ihr seht dann hier diesen Radius. Passt die hier noch hin? Nein, natürlich nicht. Hier könnte man hier hinbauen oder hier. Aber hier vor der Futterstelle ist das Ganze natürlich am praktischsten. So. Und das Ganze hat... Gilt das noch als... Ja, ich denke, das wird noch Strom abbekommen. Das ist gerade noch im Radius. Ich hoffe es, ansonsten kriegen wir gleich eine Nachricht. So, hier kann man dann Upgrades reinpacken. Hier, Erfolgsrate 1.0 erhöht die Erfolgsrate um 10%. Das nehmen wir gleich dreimal. Kostet auch nur 20.000. Und es hat noch Strom. Sehr schön. Weil unser Triceratops hat ja hier nur 58% Lebensfähigkeit, aber mit den 30% sind wir natürlich bei 88. Dann würde ich sagen, brüten wir doch mal gleich zwei aus. Genommodifizieren machen wir einmal normal und einmal Wüstenmuster, weil das erhöht die Bewertung, aber die Lebensfähigkeit geht natürlich runter. Aber wir haben dann immer noch 83%. Ja. Und der Dino wird natürlich teurer. So, Fossilien sind auch wieder da. Hier, das sind 4 Sterne. Ist dann quasi eine Mücke in Bernstein eingeschlossen. Das passt. Dann können wir den Edmonto auch gleich freilassen. Schicken die gleich mal nochmal los. Wir wollen natürlich auch den Ceratosaurus über 50% bringen. Und es ist leider schief gegangen.
Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Genau, hier steht's. Genmodifikationen verringern die Lebensfähigkeit und die Erfolgsrate-Upgrades erhöhen das Ganze natürlich. Genau, und die Modifikationen erhöhen die Kosten. Aber natürlich haben die Dinos dann eine höhere Bewertung und auch Vorteile. Und dann sondern wir das mal aus. Der andere ist zum Glück auf dem Weg zu den 100%. Anfang muss man natürlich ein bisschen mit Geld haushalten. Und der Edmontosaurus ist damit auch lebensfähig. Oh, er schläft. Guckt euch das mal an. Die Grafik ist schon echt knorke. Also ich weiß nicht, wer das nicht cool findet. So, unser Triceratops ist fertig. Schauen wir mal. Ist das nicht cool? Wow. Sehr, sehr geil. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Ja, das war Henry Wu. Kennt man ja auch aus dem ersten Teil und aus Jurassic World und aus Jurassic World Gefallene Königreich. Und da kommt unser zweiter. Den Savannenmuster. Oh, auch verdammt cool. Da. Sehr geil. Und unser Gewinn steigt natürlich mit jedem Dino, den wir freilassen. Ihr seht ja, der akzeptiert nicht so viele in seiner eigenen Art wie der Strodomimus. Aber Bestand ist auch noch Luft nach oben. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Nein, das müssen wir ablehnen. Weil der Kreitensaurus, kann ich das mal zeigen. Hier haben wir ja den Ruf. Und hier sehen wir dann, wenn wir hier draufklicken, was ab wann freigeschaltet wird. Und der Kreitensaurus bei Wissenschaft als allerletztes. Und das, diesen Auftrag ganz am Anfang anzunehmen, ist natürlich blöd. Kriegen wir dann auch Restaurant, das Savannenmuster und auch den Sinoceratops, das Innovationszentrum, Sicherheitszentrum und auch das Wissenschaftszentrum. Deswegen müssen auf der ersten Insel wirklich alle drei Parteien hier so lange spielen, bis wir hier die ganzen Zentren bekommen, weil die gibt es nur auf der ersten Insel. Guck mal, neuer Auftrag. Lust auf eine kleine Herausforderung? Nun, dann sollten Sie sich diesen Auftrag ansehen. Das haben wir zwar schon gemacht, aber das gilt nicht. Deswegen müssen wir es nochmal entfernen. Je mehr Gebäude wir haben, desto eher können wir unsere Einnahmen steigern. Ich muss Ihnen wohl gratulieren und danken. Das mache ich hiermit. Kriegen wir auch gleich die Unterhaltungsmission. Hey, Isaac hier. Können wir aber nicht jetzt annehmen, weil wir noch die Wissenschaftsmission machen. Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite.
würde sagen, wir fliegen erstmal hier zum Uyangosaurus. Da haben wir noch 0%. Und gucken mal, prähistorisches Leben. Wir müssen jetzt eine Ranger-Station bauen. Ja, Ranger. Und auch der Ceratosaurus ist jetzt quasi schon ausbrütbar. Natürlich erst 50%. Aber er wäre ausbrütbar. So, Little Snap. Nee, das ist zu grob. So, die bauen wir hier hin. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Ja, der braucht 10 und wir haben noch 9. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nenne mich alles Owen. Owen Grady aus Jurassic World. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Jetzt brauchen wir ein neues Kraftwerk, weil... unser altes könnten wir upgraden, aber wir haben noch leider nicht... kann ich das hier nicht hinbauen. Wir haben leider noch nicht die Forschung betrieben. Ah, hier. So, und dann müssen wir das auch anschließen an den bestehenden Stromkreislauf natürlich. Das Coolste an der Ranger-Station ist, man kann selber einsteigen und hier im Park rumfahren. Und das ist schon wirklich richtig, richtig cool. Und die Ranger sind quasi dafür da, um Dinos zu heilen, Zäune zu reparieren, Gebäude zu reparieren, Futterstellen aufzufüllen und um Fotos zu machen. Und wenn man Fotos macht, kann man die verkaufen. Und umso mehr Dinos draußen, umso mehr Dinos verschiedene Sachen machen. Weil ich zwei Dinos kämpfen, einer frisst, der andere rennt, der andere trinkt, umso mehr Geld gibt das Foto dann. Und wenn man die Dinos öfter fotografiert, kriegt man eine Strafe. Ich übernehme Steuerung. Sonst könnte man ja die ganze Zeit Fotos machen und so sein Geld generieren. So, jetzt brauchen wir noch die Hakenwurmparasiten. Medizin dafür. Und dann brauchen wir noch 70% des Genoms. Das sollten wir hinkriegen. Und hier seht ihr die Krone. Das ist dann quasi das Alpha-Tier der Gruppe. Ah, ist das nicht cool? Oh Mann. Und wie gesagt, das sind die ersten Dinos. Ah, einfach cool. Und man dann nachher noch T-Rex und Brachiosaurus und Metriacanthosaurus, Allosaurus, Indominus Rex. Was es nicht alles gibt, Raptoren. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, ist denn unser Forschungsteam jetzt mal angekommen? Nee. Wie lange brauchen die denn noch? Oh, die brauchen noch lange. So, das Forschungsziel war fertig. Da können wir jetzt... Stromupgrades. Verbesserte Leiter. Das kostet 100.000. Das ist teuer. Im Moment nicht leisten, brauchen wir aber auch nicht, weil wir haben jetzt noch 59 verfügbaren Strom, ja. Auch Stürme gibt es. Wie gesagt, die erste Insel ist ja eher so Tutorial-mäßig, aber auf den nächsten kann so ein Sturm auch mal böse enden.
Aber ist das nicht cool? Ich meine, guckt euch das mal an. Den Regen hier auf dem Boden. Der Sturm. Ah. Schauen wir mal, Fossilien. Seit ich hier bin, haben sich mir ein paar interessante Gelegenheiten geboten. Wie die, die ich Ihnen jetzt anbiete. Einfach eine Dino ausbrüten. Das ist jetzt machbar. So, und schicken wir euch nochmal los. Und noch Triceratops. Genomdaten. Haben wir hier eigentlich? Ja genau, im ersten Teil erfährt man ja, dass die fehlende DNA einfach mit Frosch-DNA aufgefüllt wurde. Und das hier wird dann halt einfach Modifikationen. Dann wird dann halt die fehlende DNA mit Krähen-DNA gefüllt oder Grubenotter oder Haie. Hier haben wir Saumfinger-Echse. Das wäre dann grüne Meeresschildkröte, Libellen, Steinwild-DNA und so weiter und so fort. Da haben wir unten natürlich noch Kreuzungsprojekte. Den Indoraptor und den Indominus Rex. Und dann braucht man Raptor 100%, Tyrannosaurus Rex Genom 100%, 2 Millionen Dollar braucht man natürlich und 4 Forschungszentren. Und hier dasselbe. Hier braucht man dann Indominus Rex 100%, Raptor 100%, 5 Forschungszentren und Isla Sorna. Sicherheit fast ganz voll. Das wird dann so ziemlich zum Ende sein. Hotel müsste ich noch bauen. Das brechen wir mal ab. Ja, nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Ja, das können wir machen. Damit fängt alles an. Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf. Dann sprechen wir über den Rest. Er ist schon cool mit den echten Sprechern und Schauspielern. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. So, die kommen jetzt zurück. Ich hoffe, dass wir da gute Fossilien erhalten, wenn ich nochmal los müssen. Ja, ich glaube nicht, dass das reicht. Gehen wir einfach nochmal los. Und gelb heißt einfach, wir waren noch nicht da. Und blau heißt, es ist teilweise erschöpft. Jetzt haben wir nur Sicherheitsmissionen. Und dann gibt es hier auch noch für Gäste natürlich Schutzräume gibt es, falls Dinos ausbrechen oder es Stürme gibt, dann kann man die öffnen. Dann können die Parkbesucher sich da drin verstecken. Hotel. Natürlich im wenn man hierher reist, will man natürlich auch ein paar Tage hier bleiben. Oder zumindest eine Nacht. Weil An- und Abreise würde einfach zu lange dauern. Deswegen Hotels erhöhen dann die Kapazität an Besuchern. Dann haben wir Souvenirladen, Fastfood-Restaurant, eine Schienenbahn gibt es später noch, kann man bauen. Eine Spielhalle, Spielwarenladen, Fossiliengebiet, die Bar, Kleiderladen, Bowlingbahn und ein Restaurant. Aber da kommt durch Forschung auch noch mehr dazu in Zukunft. So. Ja, das dauert noch ein bisschen. Was sagt die DNA? Prozent. Vier fehlen noch. Wir können hier in der Zeit einfach mal einen Edmonton, na, der kostet so viel Geld. Wir warten jetzt einfach mal.
was ich noch zeigen kann, dann kann man natürlich auch einfach Aufgabe hinzufügen. Man muss ja nicht selber fahren mit den Rangern. Kann man das hier auffüllen. Ist natürlich irgendwann leer. Alle 5 Minuten gibt es hier eine Verteilung und dann hat es 10 Reserven, wenn die alle sind und die Dinos nicht mehr zu fressen kriegen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Geht dann die Geborgenheit runter und wie gesagt, wenn das hier in den roten Bereich kommt, greifen die dann auch die Zäune an, wo wir natürlich zurzeit nur so einen leichten Stahlzaun haben. Ohne Strom. Der hält so einem Triceratops natürlich nicht lange stand. So einen kleinen Strutiomimus. Natürlich schon eher. Okay, ich höre den Hubschrauber. Yep. Ja, dann gibt es hier noch DNA, die kann man nicht extrahieren, kann man aber verkaufen. Und das gibt dann gut Geld. So. Nur 68, na, es sollte reichen. Ich denke mal, das geht noch auf 69. Ja. Und das wird ja wohl 1% geben, hoffe ich. Na komm. Ja. Aber ist halt schon cool gemacht. Man macht zwar quasi immer dasselbe, aber es ist schon echt verdammt cool. Wenn ich hier so die orange Linie ist ja die Parkgröße, die man bauen kann. Hat sich hier so seine Gehege mit verschiedenen Dinos. Natürlich kann man auch Spielereien machen. 5 T-Rex in ein Gehege oder so. Das ist schon sehr cool. So, dann nehmen wir uns hier unseren Triceratops. Brüten den noch aus. Mit 70%. Ich glaube, dann ist die Mission auch abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe nicht viel gespielt. Ich habe mir so hier das Tutorial. Dann habe ich so die ersten 1-2 Missionen gemacht. Machen wir das hier auch fertig. Und dann haben wir hier, wenn man hier auf Inselbewertung klickt, dann haben wir hier Dinosaurierbewertung. 4 Dinos haben wir zurzeit, eine geringe Vielfalt. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Ja, Claire Deering. Kennt man ja auch aus Jurassic World. So, dann schicken wir nochmal los. Da brauchen wir noch die 50% Genom. Nehmen wir hier Uayangosaurus, damit wir das hier auch voll kriegen. Ich finde die Grafik halt schon wirklich Bombe. Das ist, also es hat ein richtig cooles Feeling. Wenn man so die Dinos anguckt, im Hintergrund die Berge. Sehr, sehr geil. So, dann haben wir unseren Triceratops gleich ausgebrütet. Wir können ihn dann freilassen. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Und damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Gern geschehen. Und da ist unser dritter Trike. Genau. Jetzt hat hier unser einer Triceratops Hakenwürmer bekommen. Das müssen wir unser Ranger-Team nehmen. Und das behandelt ihn dann. Seht ihr, fährt er los hier. Wir können jetzt auch selbst fahren, aber
mal alles selbst abklappert. Wir müssen ja auch auffüllen. Kann man dann hier als zweites noch geben. Als Ziel. Naja, die Parks natürlich größer sind und man macht alles selber. Aber wir können das jetzt mal machen. Machen wir mal hier. Betäubungsgewehr. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um es zu retten. Muss man ihm quasi die Medizin verabreichen und dann wäre die Mission auch abgeschlossen. Wie gesagt, 1.000.000 und die Modifikation Stärke des Herzens 2.0. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Gucken wir uns die Fossilien noch an. Oh, das ist sehr schön. 4 Sterne und 1 Stern. Und mit der abgeschlossenen Mission würde ich sagen, war es das für diese Folge. Fressen ist auch aufgefüllt. Sehr schön. Kommt der nächste Triceratops angerannt. Und mit den Bildern würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann die Unterhaltungsmission mal genauer anschauen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.